Stress, Angst, Panik, das ist sehr unangenehm. Und auf dieses Video habe ich mich ganz besonders gefreut, weil ich dir heute eine ganz einfache, aber sehr kraftvolle Übung zeigen werde, mit der du großartige Effekte in deinem Leben erzielen kannst. Du kannst damit Unruhe, Stress, Ängste und Traumata auflösen mit ein paar wirklich einfachen Übungen. Nach dem Intro geht's los. Havening. Das ist eine Hammer-Technik, mit der du Limitierungen wie Unruhe, Stress, Ängste und solche Sachen beseitigen kannst. Oder du kannst auch Traumata auflösen, die dir irgendwie in der Vergangenheit passiert sind. Vielleicht ist es ja eine Erinnerung, von der du einfach nicht loslassen kannst oder solche Dinge. Ich zeige dir in diesem Video, was Havening ist und wie es grundsätzlich geht. Für die Übungen selber stelle ich dir noch zwei Übungstimer zur Verfügung. Den einen, mit dem du dich mal schnell selber beruhigen kannst oder versuchen kannst, dich aus einem Stress oder aus einer Angstsituation rauszuholen. Und einen, mit dem du alte Traumata oder belastende Themen auflösen kannst. Der geht etwas länger und ist aber auch viel intensiver. Was ist Havening? Havening, das kommt von dem englischen Wort für Hafen, Haven. Und es bedeutet, jemanden in einen sicheren Hafen zu bringen, also an einen sicheren Ort. Die Havening-Technik, das ist eine innovative Form der psychosensorischen Therapie auf der Grundlage von Neurowissenschaften und Neurobiologie. Also die Technik, die wurde von dem amerikanischen Neurowissenschaftler Dr. Ronald Ruden entwickelt. Der hat die letzten Jahrzehnte damit verbracht, irgendwie die jüngsten Forschungsergebnisse der Neurowissenschaften in neue Heilmethoden umzusetzen. In seinem Buch When the Past is Always Present, also die deutsche Version, die heißt Wenn Vergangenes nicht vergeht, da beschreibt er die Havening-Methode. Die Havening-Methode, das ist eine Technik, die mithilfe von Sinneseindrücken, also in unserem Fall Berührungen, die Folgen von stressigen oder traumatischen Ereignissen beseitigt und eine schnelle und nachhaltige Veränderung ermöglicht. Um was geht's beim Havening? Jeder von uns ist anders. Jeder hat andere Dinge in seinem Leben erlebt und alles, was wir erlebt haben, das ist in unserem Gehirn gespeichert. Wir sind quasi unsere Vergangenheit. Die Summe von allem, was wir erlebt haben. Wir haben in unserem Leben Großartiges gelernt, aber oft werden halt auch einfach falsche Verknüpfungen gebildet. Die triggern dann irgendwelche Verhaltensweisen an, die für die aktuelle Situation überhaupt nicht angemessen sind. Wir überreagieren oder wir sind gestresst. Jemand sagt irgendwas und du regst dich furchtbar drüber auf, obwohl, wenn man sich das im Nachhinein überlegt, es total unangemessen war. Oder du kommst sogar in eine Panik, obwohl objektiv es überhaupt gar keinen Grund dafür gibt. Beim Havening werden sogenannte Delta-Wellen erzeugt. Das ist das Gleiche, wie wenn wir im Tiefschlaf sind. Die Gehirnchemie, die verändert sich und es wird Serotonin ausgeschüttet. Der Cortisonspiegel sinkt und damit auch dein Stresslevel. Du wirst in einen ruhigen, ausgeglichenen Zustand versetzt. Die veränderte Hirnchemie, die bewirkt auch, dass alte Trigger dich nicht mehr ständig antriggern. Du musst nicht mehr so dramatisch reagieren auf bestimmte Trigger. Wie funktioniert Havening? Ich erkläre dir hier jetzt den generellen Ablauf. Wenn du es aber selber machen willst, dann verwende bitte den Timer. Ich mache hier ein bisschen die komprimierte Version. Such dir ein Thema aus, um das du dich heute kümmern möchtest. Denk an ein Gefühl, das du loswerden willst, an eine Situation, die dir momentan schwer zu schaffen macht, die dich blockiert. Also an etwas, was du wirklich gerne ändern würdest. Das kann eine Kleinigkeit sein oder was wirklich Großes. Das spielt egal, spielt keine Rolle. Vielleicht ist es ja eine Erinnerung, von der du nicht loslassen kannst. Irgendwas, was immer und immer wieder durch deinen Kopf geht, du dran rumspielst. Oder es ist einfach ein Gefühl, das irgendwie unangenehm ist und du hast überhaupt keine Ahnung, woher das eigentlich kommt. Du willst dieses unangenehme Gefühl einfach loswerden. Das ist dann dein Thema für heute.
Du suchst dir jetzt einen Ort, an dem du für die nächsten 10 bis 15 Minuten ungestört bist. Damit kannst du auch das Beste aus der Übung rausholen. Wir entspannen dann kurz und du denkst an dein Thema. Du spürst in dich rein und auf einer Skala von 1 bis 10 legst du fest, wie stark behindert dich dieses Thema in deinem Leben. 1 ist ganz wenig, 10 extrem stark. Merk dir die Zahl für nachher. Jetzt streichst du mit deinen Händen über deine Arme, ganz sanft, so dass es dir ein Gefühl von Geborgenheit gibt. Immer weiter von oben nach unten. Mach's langsam und sanft. Alternativ kannst du auch über dein Gesicht streichen oder bis über die Hände. Dieses Streichen bewirkt in deinem Gehirn etwas. Es werden sogenannte Delta-Wellen erzeugt. Diese erzeugen wir auch im Tiefschlaf. Die Hirnchemie, die verändert sich und schüttet Serotonin aus. Das senkt deinen Cortisolspiegel und damit auch dein Stresslevel. Du wirst in einen ruhigen, ausgeglichenen Zustand versetzt. Die geänderte Hirnchemie, die bewirkt auch, dass die alten Trigger nicht mehr ständig dich antriggern. Du musst nicht mehr dramatisch oder gestresst auf deinen Trigger reagieren. Das Streicheln, das machen wir die ganze Zeit, das behalten wir immer bei. Immer weitermachen damit. Dann schließe die Augen und wir gehen einen Strand entlang. Wir zählen dann laut von 1 bis 20 und du streichelst immer weiter. Danach öffnest du die Augen, der Kopf bleibt ruhig und du bewegst deine Augen von links nach rechts und wieder zurück. Keine Angst, du musst dir das jetzt nicht auswendig merken. Im Übungstimer leite ich dich genau an. Dann schließt du wieder die Augen und wir wandern über eine Wiese. Immer weiter streicheln, wir zählen wieder von 1 bis 20. Danach wieder die Augenbewegungen und dann gibt es noch eine Runde. Dann spürst du wieder in dich rein und auf einer Skala von 1 bis 10 beurteilst du wieder dein Thema. Höchstwahrscheinlich ist es jetzt besser geworden. Wenn es nicht besser geworden ist oder du hast noch nicht 1 oder 2 erreicht, dann wiederholst du die Übung. Gleich oder am nächsten Tag. Wiederhole so oft, bis du zufrieden bist. Manches, das geht vielleicht sofort weg. Anderes, alte Sachen, die brauchen einfach ein bisschen mehr Zeit. Mach die Übung, wann immer du Zeit und Lust hast. Das war die lange Variante. Die kurze Variante, die ist dafür da, dich schnell aus einer akuten Stress- oder Angstsituation rauszuholen. Oder einfach, wenn du schnell mal ein bisschen ausgeglichener werden möchtest, aber nur kurz Zeit hast. Bei der kürzeren Variante gehen wir folgendermaßen vor. Du kannst stehen oder du setzt dich hin und entspannst dich. Das ist wichtig, dass du in eine gute innere Ausrichtung kommst. Wir atmen dann ein paar Mal tief ein und aus und du streichelst dir wieder über die Arme oder übers Gesicht oder bis zu den Händen. Ich baue dann mit dir gemeinsam einen energetischen Schutz auf. Ich leite dich an. Dieser Durchgang, der dauert nur ein paar Minuten. Er wird dich beruhigen und du wirst dich immer wohler fühlen. Diese Übung, die kannst du ein paar Mal mit einem Timer machen, aber die ist so einfach, die kannst du dann jederzeit selbst für dich allein durchführen. Da musst du nicht jedes Mal den Timer anmachen, wenn du irgendwo in einer stressigen Situation bist oder irgendwo Angst bekommst, dann kannst du dich zurückziehen und die Übung für dich selbst in 2-3 Minuten durchziehen. Ich verlinke dir die Übungen hier und unten in der Videobeschreibung. Danke, dass es dich gibt und dass du hier warst. Bitte lass mir doch ein Abo da und klicke auf die Glocke, damit du kein Video mehr verpasst.